Herzlich willkommen zu Slevin Streamed Sport. Wir spielen wieder Radsportmanager. Und jetzt geht's langsam ans Eingemachte mit den Eintagesklassikern auf Kopfsteinpflaster. Heute Dwardorf Flanderen, das heißt quer durch Flandern. Da müssen wir natürlich zuerst noch unsere Fahrer nominieren, aber bevor wir das tun, schauen wir uns das Profil genauer an. Es ist relativ flach, leichte Hügel, allerdings werden die Hügel das Rennen nicht entscheiden. Entscheidend sein werden wohl eher die Kopfsteinpflasterpassagen, die hier richtig stark beginnen. Hier wird auch das Tempo wahrscheinlich nochmal ordentlich forciert. Hier sind nochmal kleine Stückchen und hier dann die letzten. Im Normalfall ist das eine Angelegenheit für sprintstarke Fahrer, die gut mit Kopfsteinpflaster klarkommen. Am besten würde ich sagen, geeignet für einen Mann wie Wout van Aert, der hier erneut unser größter Konkurrent sein wird. Wir nominieren natürlich vorwiegend die Fahrer, die gut mit Kopfsteinpflaster klarkommen. Das heißt, Polit, Burkhardt, Sagan, Schelling könnten wir auch mitnehmen, würde ich sogar machen. In diesem Beispiel Schillinger nehmen wir noch mit. Und dann müssen wir uns überlegen, zwei brauchen wir noch. Da würde ich sagen, nehmen wir, ja, Pöstlberger und Mews. Nehmen wir doch einfach die besten sieben, die hier wirklich gut klarkommen, gut in Form sind. Polit dürfte auch langsam kommen, denn Paris-Roubaix steht ja auch bald an und die Ronde von Flandern. Aber zuerst dieses, ja, ich würde sagen, dieser Halbklassiker quer durch Flandern. Schauen wir mal, was möglich ist. Wir stehen am Start bei quer durch Flandern und die Tagesform meint es durchaus gut mit uns. Peter Sagan bei plus 2, Nils Polit bei 0, das ist okay und Markus Burkhardt bei plus 2 sind unsere drei Captains. Pöstlberger mit plus 2 hat eine freie Rolle. Da schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht in eine Gruppe schicken. Wenn es hier vielleicht zur Sache geht, dass wir früh mit ihm in die Offensive gehen, müssen wir mal schauen. Zunächst schicken wir allerdings niemanden, denn ich bezweifle, dass die König Quickstep und auch Jumbo Visma hier eine Gruppe durchkommen lassen. Viel zu groß ist der Hunger von Wout van Aert, hier noch eine Etappe bzw. noch einen Eintagesklassiker zu gewinnen. Er hat ja schon ordentlich abgeräumt dieses Jahr. Schwer zu schlagen für uns, aber wir werden es mit Peter Sagan erneut versuchen. Sehr gut, dass er hier plus 2 hat. Er bekommt bei Kopfsteinpflaster 3 Punkte dazu und bei Sprint einen dazu. Das wird wichtig sein, um vor allem hier am Ende mitzuhalten und den Sprint gegen Wout van Aert zu gewinnen, denn darauf wird es vermutlich hinauslaufen. So, wir gehen rein ins Rennen, live 60 Kilometer vor dem Ziel, denn jetzt wird es langsam interessant. Wichtig ist, wie immer, das Positionieren bei diesen Rennen. Diese kleinen giftigen Anstiege und die Kopfsteinpflasterpassagen auf engen Straßen sorgen immer wieder dafür, dass das Feld in mehrere Stücke gerissen wird. Aktuell sind noch 170 Mann zusammen, vorne 5 Ausreißer mit 1,25 Vorsprung. Die werden keine Rolle spielen, die werden bald gestellt werden. Aber jetzt kommen die ersten Kopfsteinpflasterpassagen und für uns ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir hier niemanden verlieren. Mit je mehr Mann wir auf die letzten Kilometer kommen, desto größer ist die Chance, Wout van Aert zu schlagen. Entweder durch taktische Strategien oder eben im Massensprint mit Peter Sagan. Je mehr Leute wir haben, desto besser ist es für uns. Wir suchen ihn gleich mal. Nizzolo sehr gut positioniert hier, Grönewegen. Hier ist van Aert, belgischer Meister. Und das sind diese engen Straßen, die ich meine. Da muss man vorne platziert sein und das sind wir. Wenn es jetzt irgendwo reißt, sind wir vorne auf jeden Fall dabei. Wout van Aert ist natürlich nur der Topfavorit, wenn die reinen Sprinter vorher distanziert werden. Also ein Grönewegen, jetzt haben wir hier einen Sturz. Muss ich kurz unterbrechen. Da hat es Schillinger erwischt, der mit plus 4 wirklich eine hervorragende Tagesform hat. De Bont hat es auch erwischt. Also, da schauen wir jetzt mal, ob wir wieder vorkommen. Aber wir sehen, die anderen zischen hier schon davon. Dürfte schwierig werden, mit Schillinger wieder nach vorn zu kommen. Wir versuchen es natürlich, aber wir können froh sein, dass Sagan nicht gestürzt ist, denn Schillinger war derjenige, der auf Sagan aufgepasst hat. Jetzt macht das Pöstlberger. Denn ich schätze, dass Schillinger nicht mehr zurückkommt. Aber wir werden sehen, so wichtig ist es nicht, dass der wieder da ist. Schaut an, wie gut wir positioniert sind. Also hier, wenn ihr was reißt, sind wir wirklich mit dabei. Hier, Ewan zum Beispiel, ein reiner Sprinter. Nizzolo, Grönewegen.
alle top positioniert hier vorne. Die müssen wir natürlich irgendwie loswerden. Die Frage ist, wann und wo. Da bleibt eigentlich nur noch dieser giftige Berg hier. Und danach kommt Kopfsteinpflaster. Also, wenn man hier ordentlich drüber brettert, könnte man die reinen Sprinter loswerden. Das werden wir wohl in die Hand nehmen müssen. Und eigentlich haben wir die Mannstärke, um das zu schaffen. Ja, Schillinger kann sich hier jetzt mal ein bisschen ausruhen. Der wird wahrscheinlich nicht mehr nach vorne kommen. Aber wenigstens platziert er sich hier ganz gut, dass, wenn die Gruppe zurückkommt, dass auch er wieder da ist. So, diesen Hügel nehmen wir jetzt einfach mal relativ locker mit. Und wenn es dann in die Abfahrt geht, werden wir übernehmen und diesen Anstieg, diesen mit rot befleckten Anstieg, nutzen, um die reinen Sprinter hoffentlich loszuwerden. Danach geht es bergab und ein Stückchen flach, bis dann das längste Kopfsteinpflasterstück kommt bei diesem Rennen. Und dort müssen wir dann auch nochmal ordentlich drüber brettern, damit wir die reinen Sprinter loswerden. Man sieht schon, dass wir jetzt auch ordentlich leiden hier. Also das geht schon ordentlich an die Substanz. Geht natürlich dann auch den anderen so. So, erholen wir uns nochmal ein Stück. Und dann werden wir unseren Zug aufbauen. Mit Meus als erste Lokomotive, weil er schon sehr, sehr kaputt ist. Jetzt ist das Tempo ordentlich raus. Das nutzen wir jetzt, um unseren Zug aufzubauen. Das ist natürlich perfekt. Wenn es gerade ein bisschen langsamer wird. 56 Mann sind noch vorne. Die 5 Ausreißer wurden gerade gestellt. Da dürfte es also jetzt eigentlich keine Attacken mehr geben, die erfolgreich sind. So, Pöstlberg ist dann der Erste, der hier richtig Dampf machen kann. Gemeinsam mit Schelling. Meus ist nur der Einpeitscher am Anfang. So, dann Burkhardt, Polit und natürlich Sagan als unser Captain. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Gehen wir es erst noch ein bisschen ruhig an und positionieren uns vorne, bevor es dann in den Berg reingeht, wo wir wirklich dann das Tempo ordentlich anziehen müssen. Denn letztendlich liegt es an uns, die Chancen für einen Erfolg von Sagan so groß wie möglich zu machen. Und dafür brauchen wir einfach ein Feld, das nicht mehr aus so vielen guten Sprintern besteht. Und aktuell sind noch zu gute dabei. Allein schon, wenn ich Grönewegen sehe, der ist mir zu stark. Mit dem möchte ich nicht auf die letzten Meter gehen. So, jetzt geht's hoch. Und jetzt forcieren wir automatisch auch das Tempo. Mit Meus wird jetzt richtig Gas gegeben. Der ist gleich fertig und dann übernimmt Schelling. Perfekt für dieses Terrain natürlich. Der jetzt über die Kuppe nochmal richtig das Tempo forciert. Und da hoffe ich doch, das Feld ist jetzt größer geworden, weil natürlich bergauf sich alles staut, aber jetzt bergab, das ist wie ein Ziehharmonika-Effekt, reißt natürlich wieder alles auseinander und wir sehen schon, hier ist richtig viel auseinandergerissen worden. Die Frage ist jetzt, ob wir das durchhalten können. Denn jetzt übernimmt schon Pöstlberger. Da müssen wir natürlich mit dem Einsatz ein bisschen runtergehen. Schelling versuchen wir nochmal hinten anzudocken, aber ich schätze, dass der beim Kopfsteinpflasterabschnitt, das jetzt gleich folgt, dann wegfliegen wird. Da müssen wir nochmal richtig Dampf geben, um die Sprinter nicht mehr rankommen zu lassen. Pöstlberger gibt da jetzt richtig Gas. Wir lassen sogar Burkhardt das jetzt mal kurzzeitig machen, denn Burkhardt ist auf diesem Terrain einfach nochmal besser. Und lassen Burkhardt hier richtig drüber brettern. So. Da haben wir doch jetzt ordentlich Schaden angerichtet, auch wenn Grönewegen immer noch dabei ist. Der scheint einen bombastischen Tag zu haben. Ewan muss jetzt kämpfen und Ewan ist genau so jemand, den würden wir schon auch gerne loswerden. Aber dass Grönewegen hier noch dabei ist, das ist wirklich sehr, sehr stark. Also eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Jetzt ordnen wir uns mal wieder ein bisschen anders an, dass Schelling wieder übernimmt, denn sonst schaffen wir die letzten 20 Kilometer nicht. Wir dürfen jetzt natürlich sowohl tempotechnisch nicht ordentlich nachlassen, als auch zu viele Fahrer dürfen wir auch nicht verbrauchen. Denn das wäre natürlich auch nicht hilfreich. Aber wir sehen schon, die Gruppe wird wieder größer. Einfach weil wir das Tempo nicht ausreichend hochhalten können. 38 Mann sollen es jetzt noch sein.
Schauen wir mal, ob da hinten noch jemand rankommt. Otsch, gut, der ist kaputt. Also ich glaube, selbst diejenigen, die jetzt wieder rankommen würden, wären wahrscheinlich Schillinger sogar. Schaut euch das mal an. Die wären wahrscheinlich letztendlich zu kaputt, um wirklich noch um den Sieg sprinten zu können. Ganz anders natürlich Wout van Aert und ich glaube auch Ewan und Grönewegen und Teunissen. Nizzolo wahrscheinlich auch. Das sind unsere Gegner um den Sieg hier. Die sind wir nicht losgeworden. Trotz unserer Strategie. Versuchen jetzt mit Pöstlberger einfach so lange wie möglich durchzuhalten, auch wenn der schon völlig kaputt ist. Jetzt übernimmt Jumbo-Visma, weil wir einfach ein bisschen zu langsam sind. Und jetzt könnte es zu Attacken kommen. Genau so sieht's aus. Jetzt müssen natürlich die Fahrer angreifen, die im Sprint keine Chance haben. Und die müssen wir jetzt einfach zurückholen, wenn sie wegfahren. Das lassen wir jetzt Schelling übernehmen. Pöstlberger scheint zu kaputt zu sein. Der wird nicht mehr zurückkommen, nehme ich an. Aber es sind noch 10 Kilometer. Wir können jetzt noch nicht mit Burkhardt fahren. Das ist natürlich Risiko. Denn es kann durchaus sein, dass sich hier Leute absetzen, die wir nicht mehr zurückholen können. Aber die Verantwortung liegt nicht nur bei uns. Eigentlich, Jumbo-Visma haben auch drei, vier Leute hier noch dabei. Und Top-Favoriten Van Aert. Also eigentlich müsste Jumbo-Visma hier das Kommando übernehmen, aber die lassen das momentan noch uns machen. Und da wir auch an eine Chance von Sagan glauben, dann machen wir das auch. Jetzt müssen wir aber Burkhardt übernehmen lassen. Hier in diesem letzten Kopfsteinpflasterabschnitt muss er dafür sorgen, dass die ausgerissenen Fahrer wieder zurückgeholt werden. Denn es sind nur noch 5 Kilometer. Wir sehen ganz vorne Naasen und Van Baarle. Die haben jetzt schon einen ordentlichen Vorsprung. Also das wird nicht leicht, die noch zurückzuholen. Könnte es sein, dass diese Attacke am Ende sogar von Erfolg gekrönt wird. Aber wir versuchen alles, um nochmal ranzukommen. 30 Mann jetzt noch in unserer Gruppe und die drei Fahrer vorne. Die kriegen wir noch. Die können wir noch kriegen. Burkhardt jetzt Vollgas. Jawohl, die kassieren wir noch ein. Die Frage ist, können wir auch den Sprint gewinnen? Da wird jetzt Nils Polit den Sprint beginnen mit Sagan am Hinterrad. Der verklemmt sich hier ein bisschen. Und jetzt versuchen wir schon vorbeizuziehen. Sonst ist der Weg einfach noch. Ist der Weg weit? Zu weit? Nein. Sagan kämpft um den Sieg, aber Nizzolo scheint stärker zu sein. Polit wird sogar Zweiter. Wir sind zu spät angetreten mit Sagan. Das war am Ende sehr, sehr kurvig. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und damit belegen wir wieder Platz 2 bei einem Rennen. Und dieses Mal ist nicht Van Aert der Sieger. Jumbo scheint für Grönewegen gefahren zu sein, was auch Sinn ergibt. Aber wir haben immerhin die Sprinter Grönewegen, Ewan, Buhani, Van Aert hinter uns gelassen. Nur Nizzolo war stärker. Damit können wir zufrieden sein. Wieder Zweiter. Wir scheinen diese Rennen einfach nicht gewinnen zu können, weil immer einer besser ist. Heute sind wir ganz klar zu spät angetreten. Schaut euch mal, wie viel Energie Saga noch übrig hatte. Aber gegen Nizzolo wäre es ohnehin schwer gewesen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Wenn ich mich nicht täusche, ist das dann schon die Flandern-Rundfahrt, also die Ronde von Flandern. Eines der wichtigsten Rennen, die es gibt auf der ganzen Radsportwelt. Eines der 5 Monumente. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid bei Levens Schwimmsport.